Heute begrüße ich Sie sehr herzlich aus Damsvik. Der diesige Bürgermeister ist eine wahre Kämpfernatur und so konnte im Juli 2018 die Begegnungszone, bei der für Autofahrer, Radfahrer und auch Fußgänger die gleichen Regeln gelten, feierlich eröffnet werden. Entsetzlich. Maske. Sorry. Passt, Müll passt. Nun, ein halbes Jahr später, haben wir uns hier in Damsvik wieder getroffen und wollten natürlich von der Bevölkerung wissen, was sie zur neuen Begegnungszone sagen. Na, ich bin schon ein paar Mal durchgefahren. Ob ich fahren hätte dürfen, ist eine andere Geschichte, aber gefahren bin ich schon. Aha. Ihr seid ja im Eiergruppen Maschkara, oder? Ja, genau. Aber fahren darf da ganz selten wer. Was tun wir jetzt? Sollen wir die Schante abrufen? Alter, da vorne die Schante, da ist was passiert. Ruf ihn gescheit an. Da hat es was. Da brauchen wir Profis. Da geht man direkt die Schirchen an. Warte. Schauen wir mal, Polizeiposten, haben Sie es gut? Was ist? Schmuckkastel ist überfallen. Warte. Schmuckkastel ist überfallen. Ja, ich leite Sie weiter, warten Sie kurz. Bezirkskommandant Major Gautsch Felix, hallo? Was? Ein Überfall? Ich weiß, ich habe heute schon dienstfrei. Warte, ich verbinde Sie weiter. Ja? Schmuckkastel sind. Ja, das ist nicht in unserem Bezirk. Tut mir leid, müssen. Naja, ich weiß auch nicht. Wiederhören. Jetzt hat der Typ aber aufgelegt. Ich meine, dass der Gautsch Angst hat, aber der eine hat auch aufgelegt. Ja, was tun wir jetzt? Die Bergrettung rufen oder was? Ja, das ist auch schwierig. Ich habe eine Idee. Da fällt mir nur einer ein. Den kenne ich aus dem Fernsehen. Ich kenne nur einen. Detektive. Es sind keine Fälle zu lösen. Wir befinden uns im Urlaub. Wir genießen einfach die Zeit. Okay. Frau Brezina? Wie bitte? In Tamsberg ein Raubüberfall. Schmuckkastel. Und die Polizei? Das dachte ich mir. Okay, wir sind an dem Fall dran. Detektive, unser Urlaub ist vorbei. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass in Tamsvik ein Raubüberfall stattgefunden hat und dem müssen wir uns annehmen. Los geht's! Natürlich kann ich den Fall nicht alleine lösen. Ich brauche euch, Detektive, und natürlich meinen Gehilfen, Tom Turbo. Thomas Anton Turbo. Thomas Anton Turbo. Der wird auch im Urlaub sein. Griechischer Wein. Oh mein Gott, hier ist ja wirklich alles zerstört. Da muss jemand mit brutaler Aggressivität vorgegangen sein. Ja, das sieht wirklich brutal aus. Da muss ein absoluter Vollprofi am Werk gewesen sein. Aber Boss, wohin könnte er geflüchtet sein? Detektive, für dieses Rätsel brauche ich eure Hilfe. Detektive, in welche Richtung könnte unser Täter geflüchtet sein? Ist es Richtung A oder ist es Richtung B? Thank you.
So, brauchen wir ein bisschen an Frostschutz, dass der Diesel nicht abfrierst. Oh, ja. Hallo, Tom! Was tust denn du? Du hast wieder ein paar Schrauben verloren. Um Gottes Willen. Servus, Erhard. Na, bei mir sind keine Schrauben locker. Ich bin beruflich da. Das Schmuckkastel ist ausgeraubt worden. Hast du was gesehen? Ja, um Gottes Willen. Ja, gesehen hab ich schon einen. Der ist da auch in Richtung Onkel Tom. Ach, so ein Lump. Einen schwarzen Sack hat er gehabt. Ja, Tom, den musst du schon fassen. Gell, du machst dich schon. Super, Tom. Danke, ja? Detektive, für dieses Rätsel brauche ich eure Hilfe. Detektive, welche Flüssigkeit hat unser Erhard in den Tank gefüllt? War es Frostschutz oder war es Diesel? Ah, da geht da gar nichts, geht da, gar nichts, geht da. Aus dem Weg, Hermann. Ich mein Stress. Servus, Glanz. Was sagt er? Machst du ein Bose und ein Bier? Na, Tom, danke schön. Ich bin auf der Suche nach einer auffälligen Person. Ja, dann hab ich schon gesehen. Der ist irgendwo Richtung Buchwaffe. Dankeschön für die Info. Wow, das ist sehr ein breiter Weg. Aber zur Stärkung nimmst du Bier mit in der Bosa. Dann findest du schon. Dieses Rätsel brauche ich eure Hilfe. Onkel Tom hat unserem Tom Turbo einen Hinweis gegeben, wo er hinfahren soll. Nur wo war das noch einmal? War es das Waldcafé oder war es der Knappenwirt? Hey Boss, der Onkel Tom hat gesagt, ich muss ins Buff fahren. Ja, das rückt den Fall schon in ein ganz anderes Licht. Ich würde dort hinfahren, ich würde dort hier würde ich mal hinfahren. Boss, ich glaube, hier bin ich richtig. Schock, Systemfehler. Was ist denn hier los? Ja, Herr Oberschiedsmeister. Warten. Sorry, weitermachen. Servus, Hur. Hast du einen lilanen Typen mit einem Müllsack gesehen? Habe ich zuerst gesehen, diese bombastische Sexmaschine mit Adonis-Körper war bei mir. Ich weiß nicht, wo genau hin, aber hat bezahlt mit Schmuck. Aha, Schmuck. Aber welche Richtung? Ich glaube, er ist hinunter auf den Marktplatz. Danke, noch gute Geschäfte. Tom, ich habe eine Top-Information für dich. Immer her damit, Boss. Tom, ich habe eine streng geheime Information bekommen, wo unser Täter zu finden sein könnte. Hier sind die Koordinaten. Ich bin auf dem Weg, Boss. Das war eine andere Geschichte. Servus, Fürst. Herr Tom! Ja! Endlich konnte die Maria für ihr Treue belohnen! Die
Boss, ich habe ihn. Hab ich alles verspendet an die Bauern, Kundschaften, Verordnete. Und jetzt in der Pension. Endlich. Schmuck, Juwelen. Endlich wird die Maria für ihre Treue belohnt. Mein Leben lang habe ich für alle gespendet, für die Bauern, für die Verorneten, für die Kirchen, für die Kundschaften und jetzt. Tom Turbo, Supernetz. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Im schönsten Tag in meinem Leben, endlich! Was soll das? Was ist jetzt? Ah, so ein Scheiß, hast du einmal um ihr Freien, wo einmal mein Leben? So ein Scheiß, das ist wieder nach Bergland. Halt! Ich bin Gautsch Felix, Polizei von Damseck. Ab hier übernehme ich! Die Moral von dieser Geschichte, Charlie M. Parvish, man nicht!